Guten Morgen, beziehungsweise Mittag aus meinem Van. Also nicht meinem, aber zeitweise meinem Van. Ich will ihn sehr gerne behalten. Gestern habe ich leider mich nicht mehr abends verabschiedet. Ich war sehr müde und nicht ganz nüchtern. Aber ja, gestern war cool. Casper war noch cool. Wir haben hier super nette Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt auch dann gleich gehen werde. Debbie ist jetzt nach Hause gefahren. Also das war schon geplant so, weil die fährt morgen schon aufs nächste Festival und wollte wenigstens eine Nacht zu Hause, verständlicherweise. Heißt, ich habe heute Nacht viel Platz in meinem Van. Also vermutlich wird werden die Taubertal-Vlogs eher kurz. Aber das ist auch ein super gechilltes Festival hier und wir sind nur zu zweit und deswegen alles entspannt. Deswegen gibt es keine super abenteuerlichen und eskalationsmäßigen Sachen, die ich hier dokumentieren kann. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Brauchen wir auch nicht jedes Mal und das hatte ich jetzt auch schon genügend diesen Sommer, würde ich sagen. Auch hier habe ich übrigens wieder ein paar von euch getroffen. Hat mich sehr gefreut. Und ja, mal schauen, was heute noch geht. Heute Abend spielen noch Alligator und Billy Talent. Da habe ich richtig Bock drauf. Billy Talent habe ich ja auf dem Deichbrand schon gesehen oder waren sie schon mega fett. War ja auch nicht das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Und Alligator habe ich auch Bock. Habe ich solo auch schon länger nicht mehr gesehen. Weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war. Das ist der Stand der Dinge. Und ja, wir sehen uns. Wir haben viel Flankyball gespielt und jetzt gehen wir dann gleich los zu Alligator. Und heute ist voll schön. Der Himmel ist voll schön. Es ist voll warm. Aber das ist der Alkohol, der aus dir spricht. Das ist gar keine böse Absicht. Way to Alligator, würde ich sagen. Ist kein Tanzverein, am Ende bist du ganz allein. Lass mich doch nichts sagen, wo ist das Problem? Ihr könnt auch mitmachen und lernen zu verstehen. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt sie sagen, wir haben uns die Zukunft verbaut. Ich mach die Augen zu die ersten Suppentöpfe, ich bin begeistert. Wir können in diesen Töpfen köstliche Speisen für uns zubereiten. Da vorne ist ein kleiner Suppentopf, das wird dann für die Vegetarier. Das ist aber der laktosefreie Suppentopf. Da ganz rechts in der Ecke der suppenfreie Suppentopf, auch für die ganz Intoleranten.
Habt ihr Lust zu pogen? Dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn ich werde nun erst einmal eine Geschichte erzählen. Sie dauert sehr lang und ist sehr kompliziert. Aber dann geht's. Lied, was ich für mich selbst geschrieben habe, um mich richtig fertig zu machen. Und wahrscheinlich werde ich nach diesem Lied in den Backstage gehen und weinen und mir die Arme aufritzen. Aber das ist es mir wert für euch. Taubertal, wo sind eure Fäuste? Stimme der Gesellschaft. Wir finden nicht so lange cool, bis du Geld hast.